offene Wunden und angeknabberte Flossen. Das sind die Zombie-Lachse von Schottland. Lachse, wohin das Auge blickt. Doch diese Tiere sehen alles andere als gesund aus. Sie sind eingesperrt, schwimmen lethargisch umher, kaum ein Exemplar ohne Verletzung. Aufgenommen werden diese Bilder vom Umweltaktivisten Don Staniford Ende Juni auf einer Lachsfarm in Schottland. 2 Tage ist Staniford undercover unterwegs, fährt am frühen Morgen mit einem Kajak zur Farm und filmt mit einer GoPro. Seine Vermutung: Entweder gibt es hier keine geeigneten Raubtierschutznetze und Robben haben sich an den Lachsen zu schaffen gemacht, oder die Ausrüstung auf der Lachsfarm wird nicht ordnungsgemäß gewartet. Nur eines steht fest: Das ist keine artgerechte Haltung. Staniford bezeichnet die Bilder sogar als Szenen aus einem Horrorfilm.